Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zu einer weiteren Runde CSGO Matchmaking. Er beschützt mich gerade, der da oben. Wir beide beschützen uns gegenseitig. Falls einer von mir schießt, werde ich Base. Ja, ich bin gespannt, wie das Spiel jetzt so laufen wird. Die Knife-Runde wird natürlich gewonnen, ist klar. Ich musste mich ganz klar opfern, um diesen Teamsieg einfahren zu können. So, ich hoffe doch, stay, Monsieur. Ich meine, das heißt nicht umsonst stay or gay, ne? Ich bin ja der Captain. Bin ich bescheuert? I go too. Bin ich bescheuert? Ich bin der Captain. Wart drauf, dass ihr... Okay. Oh, jetzt. Ich habe ein ganz gutes Gefühl. Ich bin kurz vor Level 8 hier auf Faceit. Wir haben hier ein paar dabei. Also einen, der ist Level 1 und ein anderer ist Level 5. Main, many steps. Da vorne und back. Ja, die gehen auf B, 100%. Das sind schon zwei down. Warum? Oh, oh mein Gott. Ich war doch im Sprung und er hittet mich. Im Laufen. Der erste Headshot kam aber wirklich fast, ne? Verschissen nochmal. Aber Whitebox ist eben auch ein Spot, den man gerne mal mit Prefire abdeckt. Ich bin mir vielleicht einfach in sein Prefire auch reingehoppelt. Warum habe ich den Revolver noch eingestellt? Fuck! Oh nein! Ich werde jetzt gleich so den Arsch aufgerissen bekommen. He's going highway. He's coming, eh? Oh, oh mein Gott. Oh mein Gott! Aber gut, ich meine, wahrscheinlich sind wir im Großen und Ganzen, also im Schnitt, so auf Rang 5, 6. Man sagt, der Global wäre Rang 4. Also, als Global ist man bei Faceit schnell Rang 4. Das ist wahrscheinlich im Schnitt Rang 5, vielleicht sogar 6. Also schon eher gut. Und wenn man dann noch auf Pre-Aim-Posi steht, so wie ich, alter Grasdackel, ist bescheuert. Boah, wir werden so zerrissen, ne? Heilige Scheiße. Ach du Kacke. Ah! Also wenn wir jetzt Mitte ganz gut stehen, also sie nicht die Mid-Control bekommen, dann müssten wir das doch irgendwie gebacken bekommen. Ach du Scheiße. One's quickie. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wir werden zerrissen. Direkt. Instant. In den Instant. Still main, eh? Nein, nein, nein! Oh mein Gott. Highway 1. Natürlich, Mitte war ja offen. Was mache ich denn? Wir hatten hier eben noch kurz einen Spieler stehen, der gestorben ist. Es wäre echt nett gewesen, hätte er dann halt was gesagt, von wegen, die gehen schon Highway hoch, so wie ich es vorhin auch gemacht habe. Ich dachte, wir wären hier auf Fatsch. Ich werde jetzt halt wieder... Ne, ich hole mir jetzt nicht den Revolver, ich breche zusammen. Ich kann nicht mit dem Revolver spielen. Mein B-Stack oder was? Ne? Normale Aufstellung, okay. Mitte ist offen. Squeaky. Und das ist Yellow. Und still nein, da ist noch einer. One open main. Also ich call zumindest immer direkt das, was ich sehe und höre. So. Oh. Scheiße. Ich renne jetzt direkt durch. Molly. Nate dann auch im Zweifelsfall recht zügig hinterher. Ich hoffe, dass der Mate halt... ach, das ist mit einer AWP. Okay. Nice, er hat jemanden geklatscht. Okay, wir verschieben uns Richtung Mitte und A. Der andere ist auf B alleine zurückgeblieben. Fuck. Was mache ich denn jetzt? Two men. Immerhin müsste der eine low sein. Da ist er gefallen. Sehr schön. Oh, shit. Gut, wir gehen quick hier entlang. Ich habe mir die Elites geholt. Vielleicht kann man da was pressen. Oh mein Gott. Two Orbs? Was? Wir jetzt oder die? Also die hatten jetzt auch Minimum zwei, aber eher sogar drei. Squicky? Squicky ist offen. Der hat sich kamikaze-mäßig voll ins Feuer gehockt und hat mich umgemacht. Ich nehme an, dass er wahrscheinlich jetzt low ist mittlerweile. Ja. Ah, jetzt bin ich flashed. Hier so ein Ei. Hat er das mitbekommen? Hat Orange das mitbekommen, dass er on-site ist? Ich weiß es nicht. Komm, die AWP macht das. Komm, 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 komm. Das ist nur noch der eine, den haben. So. Der hat den bestimmt hochklettern gehört. Keine Ahnung, wo der hingeschossen hat, der T, aber es hat ihn zum Glück nicht getroffen. Ah, Schweinepriester. Alter, müssen die Mates zwingend die Flash dann wirklich in mein Face reinschmeißen, wenn ich noch am Facen bin? Könnt ihr nicht dann warten, bis ich tot bin, wieder den Assist eingefahren? Ja, nicer, da ist er. Vorhin wurde ich schon voll on-spot geflasht. Man kann das ja rechtzeitig ansagen, ne, wenn man sagt, I'm flashing hier und dort oder throwing a flash oder irgendwie sowas. Aber manche Leute haben die Angewohnheit, die Flash zu werfen und dann zu sagen, was sie gemacht haben. Und dann kann man nicht mehr so prickelnd reagieren. Squeaky. He stinkt. Ich habe ihm so in die Fratz geschossen. Ja. Da ist der nächste Assist. Okay, Gott, Gott, warum auch nicht. Ich sammle sie ja gerne, wenn ich ehrlich bin. Komm, was soll's. So, sehr schön, Jungs, sehr schön. Ich schieb gleich mit Orange auf Mitte, glaube ich. Er meint, dass es da richtig abgeht. Squeaky ist schon drin. Was ist jetzt los mit den Tees? Haben sie aufgegeben, oder was? Oh nein, auf B. Sehr schön, sehr schön. Jetzt würde ich halt auch gerne mal was killen, anstatt immer nur Assists zu machen. Ja, na also, weggenadet die Kacknase. Hat er gut gemacht, der Boy. Okay, ich sneak jetzt hier durch. Naja, es kann ja jetzt nur noch besser werden auf T. Ah, okay. Oh mein Gott. Wow.
Leck mich am Ärmel. Ich habe nur noch gepanickt. Das war reines Luck, dass der Schuss irgendwie reinging. Also schon bei dem davor, schon bei dem vorletzten Kill, dachte ich, oh mein Gott. Aber vielleicht hat das dem Team jetzt Kraft gegeben. Und vor allem das Gegnerteam entmutigt. Wenn wir es jetzt noch hinbekommen, nicht ständig irgendwelche Team Flash zu machen, dann wäre das fucking fantastic. Einer ist on site. Another one wins. Es kommt einfach noch einer. Ich habe schon abgelassen. Habt ihr das gemerkt? Ich habe abgelassen. Ich wollte weg, Gauner. Richtiger Gauner. Alter, hat er den... Oh, tot. Das war so klar. Und deine Below. Aber das ist so eine kleine Quengelnase. Dieser Quest-TM. Der hat vorhin schon geschrieben, it's lost. It's lost. Das ist so eine Pussy. So eine kleine Pussy. Kann nur rumheulen. Also laut. Ich meine, jeder kann ja rumheulen, so viel er will. Vollkommen klar, aber nicht im Teamchat. Ich will auch noch einen haben. Ich hole mir noch einen. Krieg ich auch noch einen? Nice. Ja, und schon steht's 10-8. Uns fehlt einfach dieser Antrieb so ein bisschen, also als Team. Die sind alle wirklich sehr, sehr gut, auch die Quengel-Heulsuse, der macht echt geile Moves. Aber wenn schon dieses in einem drin ist, dann ist es natürlich schwierig. Der hockt schon da wie eine Katze mit Heuschnupfen, dann kann das ja auch nichts werden. So, du musst raw einfach an der Speck. Du musst einfach verschissen nochmal raw. Oh mein Gott, Headshot one. Das war wirklich, Ich habe angesagt, wofür ich plant. Also er müsste eigentlich wissen, wofür die Bombe gelegt war. Also er hätte sich somit schnell genug rumdrehen können. Alter, war das deine Flash, Bro? Ah, scheinbar schon. Schon wieder wurde ich getumflusht. Oh mein Gott. Alter! Nur Anfänger brauchen Kevlar, weißt du? Weil nur Anfänger getroffen werden, ist ja klar. It was at this moment that Nathan knew. He fucked up. 7 HP, Ole, Kaffee, Ole. Bevor ich bin low. Oh. Schon wieder diese wahnsinnige Teamflash. Und Blau ist ganz woanders. Huckt ihn euch an. Er geht auch nicht mehr mit bei den Team Ghosts, weil er einfach aufgegeben hat, dieser Quest. Obwohl es ja erst 12-8 stand. Was noch wirklich vollkommen machbar ist. Aber er sagt sich, scheiß drauf, ich spiele jetzt einfach nicht mehr auf dem Teamsieg. Ich hole jetzt noch ein paar Easy Frags, was er nicht gemacht hat. Und das war's dann. Leider gibt es diese Kackbacke überall. Da kann man nicht viel machen. Die sind einfach schon beleidigt, wenn man nicht gewinnt. Und das ist schon wirklich Wahnsinn, wenn man das bedenkt, oder? Dass es so weit geht, dass jemand richtig rumpienst. Nur wenn man nicht gewinnt. Bei Vierjährigen oder sowas ist es noch verständlich. Was macht der Igorok jetzt? Es sind noch zwei. Könnte er eigentlich machen. Naja. Ich werde mir die Tage auf jeden Fall mal diese andere Liga anschauen, die ihr mir geraten habt. Die von Trilux oder Biber oder von, also von, da ist auch irgendein YouTuber wohl mit involviert. Und ihr habt gesagt, ey, guck dir die mal an, wer da toxic ist, fliegt raus und geil, geil, geil. Muss ich mir mal anschauen. Wäre da schon interessiert dran, dass man, wisst ihr, ich will ja nicht irgendwie, Alter, Fickgesicht, wo hat denn der gerade hingeglotzt? Oder so, ne? Ich will ja nicht irgendwie, jetzt der Profi-Bock werden, aber ich will einfach für meine Aufnahmen eine Umgebung haben, die zumindest auf irgendeine Art und Weise angemessen ist. Und ich denke, das sollte eigentlich nicht zu viel verlangt sein. Ich will halt nicht mit solchen Crybabies und dann auch daraus resultierenden Ragern spielen müssen. Oh, hallo! Was zur Scheiße? Er hockt sich hin und will planten. Und der Dödel kommt. Hey. Hör auf. Wir versuchen einen A-Rush. Fag. Naja, war auf jeden Fall eine Erfahrung. Ich weiß nicht mehr, wie die andere Liga heißt, aber ich schaue es mir auf jeden Fall an. Ich will einfach diese richtig geilen Mates, die man manchmal hat, das sind meistens so die ultra krassen Engländer, die bei einem 15-1 oder 15-2 für die Gegner trotzdem noch 100% geben und sagen, okay, guys, come on, we can do this. Und so weiter. Mit denen macht man auch einen Draw. Aber mit so einem Heinrich, we lost it. Bei 7-1 oder so und er... That game is lost. Es ist einfach kindisch. Die Krönung wäre gewesen, wenn er geliebt wäre. Leute, soweit, so gut. Vielen Dank fürs Zusehen. Ihr wisst, wann die Livestreams sind. Schaut auf jeden Fall mal in den Livestreams. Da gibt's Unterhaltung, Viewer Games, Skin Giveaways und so weiter und so fort. Und schaut euch auch die anderen Videos. Oh ja, Gauner. Ne?